Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch etwas machen, was wir schon ganz lange nicht mehr hier auf dem Kanal gemacht haben, nämlich einen Tag. Ich habe bei der lieben Maren von Reading with Maren, ich verlinke es euch gerne nochmal unten, einen Tag gesehen, den sie gemacht hat und fand ihn ganz witzig, weil er halt gerade so zum Jahreswechsel gepasst hat. Es geht halt um alte Leseziele aus dem alten Jahr und neue Leseziele und Want-to-Reads und Substand und so weiter und so weiter. Die Fragen tippe ich euch gerne auch nochmal unten in der Infobox ab. Dann könnt ihr vielleicht auch die ein oder andere in den Kommentaren beantworten. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, was meine Community, was ihr denkt, welche Bücher ihr gerade liest, was ihr über die verschiedenen Bücher denkt, welche Leseziele ihr euch gesetzt habt und so weiter und so weiter. Also gerne ein reger Austausch unter dem Video. Ich habe mir die ganzen Fragen gescreenshottet und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mit der ersten, die da lautet: Hast du dein Leseziel 2022 erreicht? Wenn ich die Frage jetzt mal wirklich kurz und knapp beantworten müsste: Ja, ich habe mein Leseziel erreicht. Das bestand aus zwei Challenges, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Zum einen hatte ich mir zum Ziel gesetzt, 120 Bücher zu lesen. Ich hatte nämlich im letzten Jahr genau 111 Bücher gelesen, also im vorletzten Jahr, 2021, und hatte mir dann für 2022 vorgenommen, 120 zu lesen. Man muss sich ja immer so ein bisschen steigern, auch wenn das einfach kein Maßstab ist, an dem man sich untereinander messen sollte. Es gibt Leute, die lesen langsam, es gibt Leute, die lesen schnell, es gibt Leute, die lesen lieber dünne Bücher, die haben dann im Monat halt vielleicht 10, wo andere, die dicke Bücher lesen, nur 5 haben. Das ist also kein Wettkampf. Bitte fühlt euch da nicht unter Druck gesetzt, nur weil irgendjemand vielleicht 10 Bücher im Monat liest, weil jemand 15 Bücher im Monat liest. Wenn du nur 3 liest, dann liest du nur 3. Das ist völlig in Ordnung. Es geht hier um die Qualität und nicht um die Quantität. Lesen ist ein Hobby, das soll Spaß machen, und unter Druck wird alles scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich bin zum Beispiel ein Schnellleser. Ich lese locker am Abend, wenn ich wirklich auf meiner Couch sitze, 300 Seiten. Das ist für mich gar kein Thema. Ich höre auch super viel Hörbücher beim Haushalt, beim Putzen, beim Wäschemachen, beim, keine Ahnung was, bei allem. Ich höre immer und überall, wenn ich nicht gerade Musik höre, Hörbücher. Und deshalb kann ich auch mindestens immer so 1-2 Bücher im Lesemonat draufrechnen, wo ich jetzt nicht mir die Zeit nehme, mich auf die Couch setze und entspannt lese, sondern halt wirklich, ja, währenddessen meine Wäsche mache, etc. Ja, des Weiteren habe ich eine Challenge, die ich jedes Jahr mache. Es nennt sich die 22 für 22 Challenge. Logischerweise in diesem Jahr die 23 für 23 Challenge. Die habe ich im letzten Jahr auch geschafft, ganz knapp. Ich habe nämlich im November gemerkt, okay, du musst, glaube ich, noch 8 Bücher lesen, und habe dann halt richtig Gas gegeben, dass ich die bis Ende Dezember noch schaffe. Die aktuelle 23 für 23 Liste läuft, um da mal ein kurzes Update zu geben, auch relativ gut. Ich habe, glaube ich, von den 23 Büchern schon 7 gelesen. Also liegt sehr, sehr gut in der Zeit. Aber damit sollte jetzt auch die Frage beantwortet sein. Maren, wie du siehst, ich habe es auch nicht geschafft, auf den Punkt zu kommen. Du bist nicht allein. Kommen wir zur zweiten Frage, die da lautet: Was ist dein Leseziel für 2023? Ja, das ist eigentlich ähnlich wie die Frage zuvor. Ich habe mir wieder eine Challenge gesetzt von... Das ist jetzt wieder so total utopisch und ich weiß genau, dass ich das nicht schaffen werde. Von 200 Büchern. Das ist einfach nur... Für mich habe ich das gemacht, um mich irgendwie so ein bisschen zu motivieren, um zu pushen. Das ist total unrealistisch. Ich habe dieses Jahr 160 Bücher ungefähr gelesen. Also da nochmal 40 draufzupacken, ist wirklich
unrealistisch, aber ich dachte mir, 200 ist einfach eine schöne Zahl, ich probiere es einfach mal und wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Mein Gott, who cares? Ich meine, ich habe einen Job, also einen Hauptjob, ich habe einen Nebenjob mit meinem Etsy-Shop, ich schreibe, ich lese, ich rezensiere, ich habe noch eine Tochter, ich habe einen Hund, ich habe einen Haushalt zu machen, ich habe sehr, sehr viele Baustellen und deshalb, ja. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Die Mädels sagen immer lustigerweise zu mir, dass mein Tag mehr Stunden hätte als ihrer, weil sie nicht verstehen können, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Aber das ist ein anderes Thema. Zusätzlich zu den 200 Büchern habe ich mir natürlich auch wieder die 23 für 23 Challenge gesetzt, wie ich es in der vorigen Frage schon beantwortet habe. 23 Bücher, 7 davon habe ich aktuell bereits gelesen. Und ja, das sind eigentlich meine Leseziele. Allgemein ist das Ziel immer Subabbau. Aber dazu kommen wir in einer späteren Frage nochmal. Frage Nummer 3. Welche Reihe möchtest du 2023 lesen? Und weil ich so ein schlauer Mensch bin, der so super talentiert ist, mit Dingen wie Büchern zu hantieren, habe ich gerade mein Buch fallen lassen. Ich habe mir gerade beiden unteren Ecken angeditscht. Und ich hasse mich ein bisschen selbst dafür gerade. Ja, aber um die Frage zu beantworten, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall die Nevernight-Reihe von Jay Kristoff lesen. Ich habe jetzt aktuell den 3. Band nur zu Hause. Ein ganz, ganz lieber Freund aus meiner Community möchte mir jetzt noch den 1. Band schicken. Den hat er, ich nenne es mal, doppelt zu Hause. Und dann würden wir tatsächlich loslegen. Ich möchte die Reihe zusammen mit der Ivy lesen und ich bin schon ganz, ganz gespannt, wie sie uns gefallen wird. Ich wollte zuerst auch die Illumine-Akten hochhalten, aber ich dachte mir, jetzt zweimal Jay Kristoff in die Kamera zu halten, ist vielleicht ein bisschen Fangirl-mäßig überzogen. Frage Nummer 4. Welche angefangenen Reihen möchtest du 2023 beenden? Und das ist ganz simpel, weil nämlich am 22. Februar der finale Band zu einer Reihe erscheint, die ich sehr, sehr liebe. Und das ist die Westfall-Reihe von der lieben Lena Kiefer. Ja, da kommt jetzt der 3. Band, der heißt Hot and Cold. Das hier ist jetzt der 1. Band, Heavy and Light. Und da geht quasi die Geschichte von Helena und Jess weiter. Weil Lena Kiefer ist es ja immer so, dass alle Bände quasi die gleichen Protagonisten haben und dass die Geschichte einfach weitererzählt wird. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze mit den beiden ausgeht, weil der Cliffhanger in Band 2 auch sehr, 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 sehr böse war. Und gerade da bin ich gespannt, ja, wie sie da wieder rauskommen möchte. Frage Nummer 5 möchte wissen, welchem Buch, das in 2023 erscheint, ich eine 5-Sterne-Prognose verpassen würde. Das ist für mich ganz einfach. Wer meinen letzten Lesemonat gesehen hat, der weiß vermutlich, welches Buch ich euch nennen möchte. Ich habe mir War and Queens von Jennifer L. Armentrout ausgesucht, den 4. Band der From Blood and Ash-Reihe, weil ich diese Reihe einfach liebe. Ich liebe Poppy, ich liebe Hawk, ich liebe das Setting, ich liebe die Charaktere, egal ob die Guten oder die Bösen. Ich liebe einfach alles an dieser Geschichte. Und nach dem Cliffhanger von Band 3 auch wieder, kann ich es nicht erwarten, den 4. Teil zu lesen und ja, diese Reihe ist einfach ein absolutes Highlight für mich und da ist für mich ganz klar, dass Band 4 vermutlich auch ein Highlight für mich werden wird. Also da bin ich auch sehr gespannt, welche Bücher ihr in die Kommentare schreibt, weil ja, die Geschmäcker einfach so verschieden sind und ich muss auch immer wieder lachen. Ich habe so 1-2 Leute in meiner Buchbubble, mit denen ich mich so gut verstehe, und mit denen ich grundsätzlich nie einer Meinung bin. Wenn ich ein Buch liebe, hassen sie es und umgekehrt. Also da bin ich sehr gespannt, welche Bücher ihr euch da aussuchen würdet. Frage Nummer 6. Geplante Rereads für 2023. Richtig geplant habe ich tatsächlich keinen. Ich habe schon vorletztes Jahr mit Tatjana eine Reihe gelesen, die uns sehr, sehr gut gefallen hat, und zwar die Clockwork-Reihe. Die darauf folgende Reihe, obwohl sie zuerst erschienen ist, die Chroniken der Unterwelt, haben wir auch schon irgendwann mal gelesen, jeder für sich. Und hatten dann nach der Clockwork-Reihe beschlossen, dass wir
mit City of Bones nochmal einen Buddy-Read starten. Und den ersten Band haben wir zusammen gelesen, den zweiten glaube ich auch. Also das war alles schon so lange her. Auf jeden Fall haben wir letztens gesagt, dass wir eigentlich hier nochmal weitermachen wollen. Und ja, da gibt es nämlich ja noch so, so viele Reihen im Schattenjäger-Universum. Und wir kennen beide eigentlich erst die Chroniken der Unterwelt und die Chroniken oder die Clockwork-Reihe. Clockwork-Chroniken. Aber dann gibt es ja noch die Lady Midnight und Lord of the Shadow und die Chroniken des Magnus Bane und Chain of Iron, Chain of Thorns, Chain of Thorns kommt jetzt, Chain of Iron und Chain of Gold. So, und jetzt kommt Thorns dieses Jahr noch raus. Also es gibt ganz, ganz viel Spin-Offs in diesem Universum und die wollen wir uns alle noch zu Gemüte führen und deshalb nenne ich beim Reread für 23 jetzt mal einfach das Schattenjäger-Universum. Frage Nummer 7. Wie hoch ist dein Sub aktuell? Das kann ich euch ganz schnell sagen, wenn ich hier in meine super schlaue Rido-App reingehe. Wer sie noch nicht kennt, muss da unbedingt mal reinschauen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal kurz. Das hier ist jetzt mein Profil. Ich habe hier zum Beispiel meine Wunschliste angelegt. Mein Sub ist aktuell 65 Bücher hoch. Zur Rido-App kann ich euch gerne in einem anderen Video mal mehr sagen. Da bin ich nämlich sehr, sehr begeistert. Ihr habt mich nämlich schon des Öfteren darüber ausgequetscht, welche Statistik-Apps ich nutze, wie ich meine Listen irgendwie festhalte und so weiter und so weiter. Und da würde ich euch die Rido-App auf jeden Fall mal ans Herz legen. Auf jeden Fall ist hier auch mein Stapel ungelesener Bücher drin. Und ja, der beträgt aktuell 65 Bücher. Frage Nummer 8 lautet, welche Bücher stehen ganz oben auf deiner Wunschliste? Ja, die Wunschliste ist lang. Also da könnte ich euch jetzt so einen Rattenschwanz an Büchern nennen, die auf meiner Wunschliste stehen. Und mich da auf eins zu fokussieren ist sehr, sehr schwer. Deshalb dachte ich mir, ich zeige euch einfach drei. Ich habe mir von meiner Wunschliste drei Bücher ausgesucht, auf deren Erscheinen ich mich sehr, sehr freue. Das wäre natürlich zum einen War and Queens, das ich euch vorhin schon gezeigt habe. Also das muss auf jeden Fall gekauft werden, komme was wolle. Dann habe ich mir als zweites Buch die Ravenhall Academy ausgesucht von der lieben Julia. Wir haben uns auf der Buchmesse mal persönlich kennengelernt, nicht nur von Bookstagram und Co. Und ja, sie schwärmt so von ihrem Debütroman, das hat richtig angesteckt. Aber eigentlich hätte es mich nicht anstecken müssen, weil ich mich nämlich auch schon arg drauf freue. Und als drittes Buch habe ich mir Die Nights von Lena Kiefer ausgesucht. Ja, das Video ist wieder sehr Lena Kiefer-lastig, aber ihr wisst es, ich liebe diese Frau bzw. ihre Bücher. Ja, der Band sollte eigentlich auch schon im November erscheinen. Das wurde irgendwie ein bisschen verschoben und es wird auch der letzte Band oder das letzte Buch sein, das im CBJ-Verlag erscheint. Ich weiß nicht, ob es da ein bisschen Krach gab, aber sie betont es in ihrer Insta-Story, so bei Fragen oder so, sehr, sehr oft, dass sie die Zusammenarbeit mit CBJ beendet. Also wenn da jemand weiß, was da los war, bin ja nicht sehr vorwitzig, aber das würde mich doch interessieren. Auf jeden Fall kommen die Nights jetzt im Frühjahr diesen Jahres und da freue ich mich sehr drauf. Kommen wir last but not least zur letzten Frage. Welche Bücher möchtest du demnächst aussortieren? Da ich gerade erst wieder eine Regalsäuberungsaktion gemacht habe, bei der einige ausziehen durften, war es jetzt für mich sehr schwer, in meinem Regal noch etwas zu finden, was da nicht hingehört. Deshalb habe ich mich für ein Buch entschieden, das man vielleicht, wenn man meine Videos kennt, einerseits nachvollziehen kann, andererseits aber auch nicht. Ich habe mich nämlich für die Raven Boys entschieden. Wen der Rabe ruft, ist der erste Band der Reihe und den habe ich ja zusammen mit der Ivy und der Maren gelesen. Und die Maren hat mir auch zu Weihnachten den Spin-off Band 1, wie der Fall gefliegt, geschenkt. Jetzt denkt ihr, warum willst du die Hauptreihe aussortieren, wenn du das Prequel noch nicht gelesen hast? Ganz einfach, das hier ist ein Hardcover. Das hier ist ein Taschenbuch. Die Bücher sollen natürlich im Regal nebeneinander stehen. Sieht aber kacke aus. Noch dazu ist mein Band 1 auch kaputt.
da ist der Buchrücken defekt. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, dass ich mir, also dass ich diese hier aussortieren werde. Da habe ich sowieso nur Band 1 bis 3, der vierten war mir immer noch zu teuer. Und dass ich mir die Neuauflage davon kaufen werde. Da gefallen mir die Cover tatsächlich auch besser und die passen einfach dann zu diesem Buch. Das ist eine Win-Win-Situation und alle Beteiligten sind glücklich. Ihr Lieben, das waren alle 9 Fragen des Dear Reader Tags. Ich glaube, eigentlich hatte der Tag weniger Fragen und Maren hat noch ein paar dazu gemacht. Aber das war auch ganz gut so, weil ich die Fragen auch sehr, sehr spannend fand. Und ich auch denke, dass man mit diesen Fragen ein gutes Potenzial hat, sich auszutauschen. Das bitte ich euch auch zu tun. Ich habe euch alle Bücher und die Fragen und alles in der Infobox unten verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Wie immer, ihr wisst, wenn ihr Einzelbücher über einen der Links kauft, kriege ich eine kleine Provision. Davon finanziere ich mein Schreiben. Und Schleichwerbung Ende. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!